The Survivor. So, erstmal abbrechen. So, herzlich willkommen zu meinem Let's Play von The Survivor, Rusty Forest. Ich habe das Spiel also schon mal angespielt in der Version 0.8 Alpha und in der Version 0.9, dann habe ich es gleich weitergespielt. Und es gab schon sehr schöne Sachen da drin, aber ein Let's Play zu machen, da irgendwie die KI der Tiere, naja, sagen wir so, es gab Tiere, aber an Wolle zu kommen war nicht sehr schwer. Und jetzt habe ich also gewartet, bis Version 1.0 kommt. Und jetzt steht da sogar tatsächlich da Beta. Und deswegen, es ist also eins dieser typischen Survival Games, die im Moment alle den Markt überfluten. Aber mal sehen, wie sich das auf Android so spielt. Ich werde hier und da ein bisschen was dazu erzählen, von dem, was ich schon weiß. Allerdings spiele ich diese neue Version jetzt wirklich komplett blind. Es soll ein paar Neuerungen geben. Ich bin drauf gespannt. Was ich weiß ist, ich brauche zeitnah ein Bett, weil die Nächte sehr anstrengend sind. Es gab in der Version 0.9 noch keinen Ofen. Ach, hier sehen wir zum Beispiel, dass ich gerade mein altes Spiel fortgesetzt habe. Das wollte ich jetzt natürlich nicht erreichen. Gehen wir nochmal ins Menü zurück. Hier hatte ich nämlich schon mal angefangen, mir ein Häuschen zu bauen. Start New Game. Ich hatte tatsächlich aufs Falsche gedrückt. Und das habe ich gerade richtig gesehen, das stand auf Deutsch sogar da. Kann es also sein, dass ich nicht mal was übersetzen brauche hier? Das ganze Crafting-System, mal gucken, ob das auch übersetzt ist. So, wir stehen also hier mittendrin. Hier oben gibt es also eine Hilfe. Genau, hier steht also, was man also machen kann, nicht? Man kann also den Bäume fällen mit dem Stein und so weiter. Dann kann man, wenn man rennt, dann verliert man Stamina-Punkte. Also ganz klar, das sind die Muskeln. Um das zurückzubringen, muss man, es gibt gewisse Voraussetzungen, die man also erhaben muss. Man muss, darf nicht verstrahlt sein, zum Beispiel, kleiner als 20 Punkte. Man muss sich wohlfühlen, man darf nicht bluten, man darf auch nicht frieren. Ne? Dafür gibt es also die Lagerfeuer überall dann. Das erkläre ich alles im Laufe des Spiels dann, was ich da schon rausgefunden habe. Das ist, glaube ich, Detail, die Points, würde ich fast sagen, das könnte der Hunger sein. Ja, genau, man muss also essen, um das zu rekonstruieren. Und wenn man, also dafür muss man Tiere töten. Jetzt gibt es nochmal, hier steht nochmal irgendwo drin, wie das funktioniert mit dem Abbau. Das ist alles, was man verstrahlt ist und so weiter. Gut, okay, also wir wissen, ich weiß, mit diesem Stein, den ich hier habe, kann ich also Bäume fällen und auch Steine abbauen. Und je nachdem, was ich da finde, kann ich mir auch verschiedene Sachen bauen. Wie zum Beispiel, ich kann also dann das Eisen einschmelzen. Dafür brauche ich aber vorher eine vernünftige Steinhacke. Und da haben wir also hier verschiedene Sachen. Werden wir dann zu kommen. Ach, eine Storage Box. Habe ich also eine Lagerbox. Habe ich vorher tatsächlich noch nicht gewusst. Hier ist eine Treppe nach oben. Dafür brauche ich einen Workbench. Aha, das ist also auch neu. Ein Arbeitsplatz. Wo ist denn der? Wie baut man denn den? Workbench. Aha, das ist eine Werkbank, natürlich. Und da brauche ich Holz und Eisen für. Also ich baue erstmal Holz und Stein ab, um an eine Spitzhacke zu kommen, um dann an Eisen zu kommen. So, und da suchen wir uns erstmal irgendwie eine schöne Gegend. In der Nähe eines, da ist ein Stein. Das ist also diese großen Felsen. Natürlich dauert das jetzt lange. Also ich glaube, in der Version 09 musste ich jetzt 20 Mal mit dem Stein draufschlagen, um den Baum zu Fall zu bringen. Aber das lohnt sich durchaus, zu warten, erstmal eine Steinhacke zu bauen, Eisen abzubauen und dann gleich eine Metallaxt zu bauen, weil dann brauche ich nur noch 5 Schläge wie für jeden Baum. Da kommt man also ganz gut voran. Ist natürlich jetzt ein relativ harter Anfang, wenn man einfach zugucken muss. Aha, da fällt der. Mal gucken, wie viel Holz ich da rausbekomme. Das hatte ich sicher auch das Problem. 18 mal, ach super. Vorher beim ersten, also als ich das in der Version 0.8 spiele, ach guck mal, ein Hase. Den nehmen wir gleich mit, das ist Gebolle. Also als ich die Version 0.8 spielte, ich treffe nicht. Da hatte ich 7. Eine Wolle. Da hatte ich 7 Holz bekommen pro Baum. Und da kann man, wenn man mal überlegt, wenn man ins Crafting-System reinschaut, ne,
einfach für Holzplatten, die man brauchte, braucht man schon 10 Holz. Und da musste ich 2 Bäume fällen, um Holzplatten herzustellen. Und wenn man dann zum Beispiel das grundlegende Haus bauen will, das war das. Wo war denn das grundlegende Haus? Das glaube ich, Shelter. Ja, da braucht man 50 Holz für. Da ist man natürlich. Also 50 Planks? Warte mal, nein. Hat sich das verändert? Ach, schau, hier brauche ich keine Wooden Planks für, hier brauche ich nur Holz. Ach so. Also, die haben generell das Crafting-System schon mal ein bisschen verändert. Das ist also ganz okay. Jetzt bin ich also gespannt. Ich habe auch in der Version 0.9, also ganz spät, da war ich schon kurz davor, dann zu sagen, ach, ich fange mit dem Let's Play schon an. Denn ich habe schon Überlebende getroffen. Also, sagen wir mal, mehr oder weniger Überlebende. Verstrahlte Hunde sind mir öfter schon untergekommen und Zombie-Hunde. Aber das waren tatsächlich Zombies. Da habe ich festgestellt, wenn man die also umhaut, die einen haben, ich glaube, gab es Fleisch und von den anderen gab es Klamotten, also Kleider. Und Tücher sind also ganz wichtig für meinen Schlafsack. Mal schauen, ob ich meinen Schlafsack kriege, was ich dafür diesmal brauche. Hat sich das denn verändert? Schlafsack, Schlafsack, wo war der? Sleeping Bag, da war sie. 20 Klamotten brauche ich, also 20 Tücher. Und die Tücher selbst, die waren glaube ich weiter oben. Close. 10 Wolle. Also das heißt, ich brauche 150 Wolle, um mir einen Schlafsack zu bauen. Was ist hier? Ach so, das ist nur Müll. Ich musste in den Grafikoptionen auch ein bisschen was ausschalten, gerade in Bezug auf den ganzen Müll und so weiter. Das hat dann nämlich angefangen zu ruckeln nach einer Weile. So. Na, Fall um, Baum, Fall um. Kann das sein, dass der andere Baum vorher nicht so lange gedauert hat? Oder habe ich einfach nur zu viel gequatscht in der Zeit? So. Das ist ja das Schöne, wenn man ein Let's Play spielt. Da kann man einfach Selbstgespräche führen, ohne dass das einem jemand übel nimmt. Da hat man nie das Gefühl, alleine zu sein. Ohne zu wissen, ob sich überhaupt jemand anschaut hinterher. Ich weiß auch, die Tonqualität ist auch hier wieder nicht so gut. Ich habe allerdings tatsächlich geschafft, zumindest glaube ich, dass ich es geschafft habe, dass der Ingame-Sound zumindest besser zu verstehen ist. Jetzt kann es natürlich sein, dass meine Stimme hier total untergeht. Das muss ich gleich erst rausfinden. Ich muss die optimalen Einstellungen also noch herausfinden für das ganze Let's Playen hier. So, jetzt haben wir schon mal eine Menge Holz. Ich will sie doch direkt erstmal. So. Ach, 13. Ach, das ist auch noch unterschiedlich. So, hier hat man eine 50% Chance, einen Stein zu bekommen. Das steht in irgendeiner Hilfe, glaube ich, drin. Und wenn man dann. Um das mal genau zu hinterlegen. Genau. Also wenn ich Steine mit meinem Stein schlage, habe ich eine 50% Chance, einen Stein zu bekommen. Wenn ich es mit einer Pickaxe mache, habe ich eine 50% Chance, Stein zu bekommen, 25% Eisen und 25% Sulfat, also Schwefel. Ist hier Rock Hatchet Pickaxe? Ach so. Wenn ich das kaputt mache mit meiner Axt, bekomme ich also 75% der Ressourcen zurück. Das hat sich also auch verändert. Vorher war das nämlich so, dass ich mit jedem Schlag eigentlich was abgebaut habe. Mal schauen, ob das hier auch so wird. Wenn ich dann die Pickaxt habe. Ich glaube, ich brauche erstmal. Moment, ich muss mal schauen. Ich möchte jetzt also gerne eine Pickaxt haben. Da brauche ich 20 Steine. Also Holz habe ich schon mal genug. Also 20 Steine. Ja gut. Mit 50% Chance. Also muss ich ungefähr 40 Mal draufhauen. Man sieht also jetzt da oben links die Anzeigen. Man sieht meine Gesundheit und rechts daneben die Verstrahlung. Im Moment bin ich noch nicht verstrahlt, weil, ich weiß gar nicht, das hat man in der 09 Alpha hat man das gesehen. Wenn ich hier so rum um mich rumschaue, sieht man es hier? Nee. Da war es also so, man hat da einen grünen Rand hinten gesehen. Die Wand, das hat mich so ein bisschen an Gothic 1 erinnert, wo die Barriere war. Also da hat man gesehen, da ist so ein grüner Rand
wenn man da reinläuft, fängt die Verstrahlung an. Und je nachdem, wie tief man reinläuft in den Bereich, wird die Verstrahlung immer stärker. Es ist also Tatsache, es ist ein bisschen Open World, ne? Man kann also weit reinlaufen, aber irgendwann ist die Verstrahlung eben so stark, dass man einfach stirbt. Allerdings muss ich ehrlich sagen, bisher war Überleben mit dem Spiel überhaupt kein Problem. Ich bin noch nie gestorben, ich habe einfach nur immer ein bisschen probiert zu bauen und alles abzuholzen. Ich habe schon festgestellt, dass es eine gute Idee ist, wenn man irgendwo ein Haus hinstellt, dass man von da aus dann in jede Richtung, wo man hinläuft, Lagerfeuer sich hinmacht. Das ist also eine sehr gute Idee, weil man auch nachts dann den Weg nach Hause zurückfindet. Denn ich habe mich auch schon oft verlaufen hier. Das Spielareal ist 1 Quadratkilometer groß. Und ich habe mich auf diesem Quadratkilometer recht oft verlaufen bei der Jagd. Ja, da habe ich auch festgestellt, mit meiner Eisenaxt kann ich Tiere viel besser erlegen als mit der Pistole. Aber das werden wir dann einfach sehen. Ach, ich habe 20 Steine schon. 42 Steine habe ich. Na dann mache ich doch gleich mal eine Steinaxt. So, sagen wir mal, erstmal das hier packe ich mal ins Inventar. Das stört mich hier unten. Was habe ich denn da? Das ist die Wolle. Rohes Fleisch, Holz. Ach, das ist gut. Man kommt ja zumindest an Material. Den brauche ich erstmal nicht mehr. Jetzt wollen wir mal schauen. Ist erstmal ein bisschen. Mal gucken, ob ich an Eisen komme. Zack. 2 Steine. 2 Schwefel. 2 Steine. Aha, man kommt also auch hier bei jedem Schlag was. Aha, da habe ich das erste Eisen. Steine, Steine. Erstmal farmen, farmen, farmen. Eisen. Sulfat. Also schön, immer reinhauen. Erstmal ein bisschen was zusammenformen, damit es mit dem Craften mehr Spaß macht. Und da muss ich mir mal anschauen, was es Neues zu craften gibt. Es soll sich die Crafting-Optionen haben sich ein bisschen verändert. Allein schon durch den Workbench. Jetzt brauche ich also neben meiner grundlegenden Hütte, die ich bauen muss, auch direkt eine Werkbank. Und da hat es also gar keinen Sinn. Dann baue ich erstmal bloß eine einfache Hütte. Kann ja sein, dass hier nachts böse Wesen kommen. Und baue dann einfach später ein großes Haus daneben. Mal sehen. Da fällt mir auch überhaupt ein, ob das hier wirklich ein Let's Play ist oder ein Let's Play Together. Weiß ich noch gar nicht so genau. Da ich ja wirklich jeden Tag oder... Also nicht mal jeden Tag. Ich versuche schon täglich eine Folge hochzuladen, aber das ist gar nicht so einfach. Ihr könnt mir natürlich aber in die Kommentare gerne reinschreiben, wenn ihr Lust habt. Mensch, probiert doch mal dieses oder probiert doch mal jenes aus. Und dann würde ich das natürlich sofort tun. Sobald ich Zeit habe. Also jetzt gerade Grafik nachgeladen. Das ist ja nicht so schlimm. Ist immerhin auch nur ein Smartphone. Ich spiele also nur auf dem Smartphone. Ich wollte es auf dem Tablet spielen. Aber mein x86-Prozessor macht mir da immer wieder einen Strich durch die Rechnung. Da läuft ja gar nichts so richtig gut. Das heißt also, für künftige Let's Plays wird es vielleicht, komme ich nicht umhin, mir einfach ein besseres Tablet zuzulegen. Gut, jetzt haben wir erstmal eine ganze Menge hier. Jetzt werde ich mal, was brauche ich denn für meine Axt? Haben wir hier? So, Big Axt. Ich suche ja, das ist die Steinhacke. Die könnte ich schon mal bauen. Aber ich muss jetzt ja auch Iron Hatchet. So, brauche ich genau 10 Eisen. Das heißt, das müsste ich mir schon eingeschmolzen bekommen. Dann bauen wir mal zuerst ein Lagerfeuer. Ich glaube, da muss ich erstmal Eisen einschmelzen. Ich glaube, das geht auf dem Lagerfeuer. Also zumindest war es bisher so. Ich erschaffe mir eins. So, ein Lagerfeuer. Was ich immer ganz gerne mache, ich ziehe gleich immer in die Nähe eines Steines. Da habe ich die Möglichkeit, mich da auf einer Seite sowieso aus der Schusslinie zu bringen. So, stelle ich das mal. Mache ich das hier so hin. Haben wir mal ein Lagerfeuer. Und jetzt schaue ich mal. Genau, man kann das also berühren. Und ich möchte gerne jetzt Eisen erschaffen. Bitte benutze das Campfire. Habe ich doch. Eisen. Wie benutze ich das? Ach nee, das wollte ich nicht. Bitte benutze das Campfire. Ja. Benutze. Okay. Ich habe Eisen und ich muss das Campfire benutzen. So.
Oh nein, das wird doch nicht etwa schon, das Let's Play wird jetzt nicht etwa schon daran scheitern, dass es hier einen Bug gibt. Gibt es einen Bug oder mache ich was falsch? Das ist Stein. Das ist die Wolle. Man sieht es immer schlecht, dass hier unten muss das Eisen sein. Haben wir dazu eine Hilfe? Wenn ich renne, das ist klar. Das ist ein. Ach so, na ich guck mal, hab ich nicht. An die Wolle habe ich nicht. Ich habe Wolle bekommen, aber nicht Essen. Doch, ich habe Essen bekommen. Kann ich denn das wenigstens braten? Dann müsste ich mal schauen. Cooked Meat. Ach. Das geht. Das geht nicht. Bitte benutze das Campfire. Ein Campfire habe ich hingestellt. Ach. Ob ich da. Ach, das ist ein Fehler. Die meinen bestimmt, ich brauche den Ofen. Dann brauche ich erstmal 4 Wooden Planks dafür. Dann mache ich mir also erstmal 4 Wooden Planks noch. Das ist nicht das Problem. 1, 2. Ach doch, ist ein Problem. 3. Ah. Das kannst du weg. Den Stein. So, also brauche ich nochmal einen weiteren Baum. Also für die Holzbretter muss ich eine ganze Menge Holz auch opfern. Das war aber auch schon vorher so. Und das sieht man also gerade, wenn man Wooden Planks für irgendwas braucht, zum Beispiel für Seitenwände eines Hauses oder für den Fußboden oder wofür auch immer, da musste man natürlich ganz schön lange für stricken. Na, fall um, fall um. Jawohl. So. Ach, glatte 11. Na gut. Okay, also Wooden Planks. Jetzt habe ich das vierte. Und jetzt schauen wir doch mal. Furnace. Wo ist der Ofen? Furnace. Und noch 10 Holz. Och. Ja, so macht es zumindest ein bisschen Spaß. Das war ja vorher wirklich alles viel zu einfach. Jetzt habe ich natürlich noch kein böses Monster gesehen. Ich traue mich aber auch gar nicht so richtig loszulaufen. Ich möchte hier erstmal, bevor ich die Welt erkunde, mir eine kleine Basis schaffen, weil wenn es einmal Nacht wird und hier tatsächlich auch wieder kein Mond entsteht, dann habe ich in der Nacht nämlich genug Probleme hier irgendwie. Dann muss ich warten einfach. Kann ja nichts machen in der Nacht. Und da werde ich meine Zeit also mit Warten verbringen müssen. Deswegen will ich jetzt wenigstens ein bisschen mein kleines Zuhause schaffen. Und das ist also am besten, indem man eine Eisenaxt hat, wie ich schon weiß. So. Also, jetzt ruckelt es ein bisschen. Ich glaube, jetzt wird mein Smartphone schon zu heiß. Ich muss hier was mit der Aufzeichnung machen. Oder vielleicht muss ich mal umstellen. Mal sehen, was ich umstellen kann. Ob ich vielleicht statt mit der Grafikkarte mit dem Prozessor verarbeite. Der müsste, glaube ich, ein bisschen mehr bieten können. Jetzt ruckelt das also schon ein bisschen. Aber das liegt nicht am Spiel. Das liegt tatsächlich an der Aufzeichnung im Hintergrund. Macht das nicht so viel Spaß. Dann heißt es aber auch, dass schon langsam Zeit wird für eine Aufnahmepause. Aber jetzt schaue ich mal hier. Geh mal hin. So. Kann ich jetzt hier Eisen anbauen? Tatsächlich. Ah, und so funktioniert das nämlich. Also das war einfach nur eine Fehlinformation. Dann vielleicht schauen sich ja die Entwickler selbst auch dieses Let's Play an und sehen dann, dass ich da einen Verbesserungsvorschlag hätte noch. So, wir haben jetzt das Eisen habe ich und nun kann ich mir die Eisenaxt auch noch bauen. Super. Und jetzt machen wir folgendes. Jetzt kann die Kohle also wirklich weg. Jetzt brauche ich sie nicht mehr. Das weg. Das kann ich also na. Ins Inventar. Ich habe die Pi Controls eingestellt. Dazu habe ich die Gravity Box ins CyanogenMod installiert, um das hinzubekommen. Das ist mein gekochtes Essen. Schwefel kann ich also auch raus. So, Essen hier hinten. Und jetzt schauen wir doch gleich mal,
ob ich richtig liege und mir diese Axt hier. Also in der Beta 0, in der Alpha 09 konnte ich mit einem Schlag mit dieser Axt den Hasen umhauen. Und mit 5 den Baum. Tatsächlich. So, da heißt das, das klappt schon mal gut. Ich kann also zum Beispiel viel besser anhauen. Das hat sich gelohnt. Da hinten ist ein Hase. Schauen wir uns das mal an. Lauf mal ein bisschen schneller. Oh nein, da ist schon ein fertiges Haus. Okay, diesen Fehler gibt es auch noch. Hallo, hallo. Stopp, 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 stopp. So. Das ist, manchmal hängt der fest. Ich glaube, beim Texturen nachladen, wenn man da gerade läuft. Halt. So. Hasimatz. Dich. Ja, das Geruckel, das nervt mich. Ich muss die Auflösung des Spiels wahrscheinlich ein bisschen. Ja, ich muss die Auflösung ein bisschen verstellen. Das, damit das nicht ganz so belastend ist für den Rechner. Komm her, Hase. Noch ein Stück ranlaufen. Na, lauf noch ein Stück ran. Och. Jetzt spielt mir also das eigene Ruckeln hier echt einen Strich in die Rechnung. Ich treffe den Hasen nicht. Jetzt. Jetzt. So. Gut. Wolle. Eine Wolle. Und ein rohes Fleisch. Das brauche ich nicht. So. Gut, das muss da unten ist ein Haus. Das ist ein Ach, guck mal. Da haben wir also schon einen Wolf. Kann man denn jetzt die Häuser betreten? In der Alpha 09 ging auch das noch nicht. Man konnte weder Leiter hochsteigen. Noch konnte man ins Haus reingehen. Aber bevor ich ausprobieren muss ich diesen Wolf erstmal aus dem Weg räumen. Denn der greift mich an. Da kommt er schon. Und, ja, ich blute. Wenn ich blute, aber die Wunde verheilt von ganz alleine, wenn ich mich wohlfühle. Wenn alles okay ist. Also Hase. Shit, Mist. Wo ist der hin? Nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Ach, schnell weg. Also erstmal hier weglaufen. Nicht gut. So, die Gesundheit regeneriert sich von alleine, da ich mich wohlfühle. Aber jetzt habe ich mich wahrscheinlich schon zum ersten Mal. Da ist doch mein. Da, der Stein mit meinem Ofen. Ah, ich hasse das. Man rennt dann einfach weg irgendwo hin. Da ist mein Lagerfeuer. Okay, so. Ich habe etwas rausgefunden. Ich habe. Ach, da hinten sieht man auch jetzt die Wand. Sieht man das? Da hinten ist. Jetzt sieht man es nicht mehr. Aber das ist so die Grenze. Da müssten die Bäume dann auch anfangen, sich rot zu färben. So. Okay, wir machen jetzt folgendes. Ich mache jetzt, muss erst eine Grafikoption, muss ich irgendwas rumstellen. Ich mache jetzt erstmal eine Aufnahmepause. Insofern das funktioniert. Und wir sehen uns, wenn du möchtest, dann beim zweiten Teil von The Survivor Rusty Forest wieder. Ich würde ja gerne nochmal auf mein Zuhause schauen, was ich bisher geschaffen habe. Aber irgendwie dreht sich hier die Kamera nicht mehr. Und dann werden wir mal sehen, wie sich das Überleben weiterhin gestaltet. Also so tot wie jetzt war ich noch nie, muss ich ehrlich zugeben. Das war jetzt das erste Mal. Der Wolf hat mich ja eiskalt erwischt. Und ich dachte, es liegt am Bluten. Und dann habe ich gemerkt, dass es einfach immer schlimmer wird. Okay, also bis zum nächsten Mal. Ciao und noch einen schönen Tag.